Meerrettichwurzeln. Wir haben die Meerrettichwurzeln zuerst im Vitamix püriert mit Wasser, aber nicht reinriechen. Das hat einer unserer Kollegen gemacht. Der ist auch hier. Ist fertig gemixt, die Nase drüber und dann sind die Augen gelaufen und er konnte nicht mehr. Und das war so heftig, also mit Meerrettich aufpassen. Und dann mit den roten Beeten mischen. Und da muss eigentlich gar nichts dazu. Das schmeckt so klasse, ja. Da habt ihr so ein Püree. Das ist richtig gut. Und man könnte da sogar ein Getränk oder eine Suppe draus machen, wenn man jetzt noch Mandelpüree dazu tut und Wasser, ne? Und macht sich einfach so einen Mixer. Aber da nehmt ihr nur ein Stückchen Meerrettich und vielleicht zwei rote Beete oder so. Das reicht dann. Das ist auch eine sehr feine Sache. Könnte man kalt zu sich nehmen oder auch warm. Also experimentiert, ja. Es gibt so viele Sachen, die es auch noch gar nicht gibt, die nirgends stehen. Einfach sich trauen und wagen und ein bisschen zusammenmischen. Und immer vorher wenig probieren, nicht gleich so 2 Liter auf einmal. Falls das dann eine durchschlagende Wirkung hat, wird es nicht ganz so schlimm. Sind wir fertig? Okay. Dankeschön.